Wunderschönen guten Morgen. Hä? Was denn da passiert? Wieso ist das jetzt? Hä? Das ist aber nicht mein Haus. Warte mal. Ach so. Ist ein Holzhaus. Ist auch ein Holzhaus. Und die Räume sind zusammen. Also gestern haben wir das anders gespeichert. Okay, wir schauen mal trotzdem Post. Ori, wir veranstalten morgen zur üblichen Zeit 18 Uhr Lagerfeuergespräch, um eine Anschuldigung von Logan gegenüber Pastorin Matilda während ihrer Entführung zu besprechen. Dass jemand irgendwo in der Stadt Wasser versteckt. Wenn dich das interessiert, nimm bitte teil. Das Rathaus. Okay. Brief von Justice. Ori, hey, es gab eine Belohnung für jeden, der geholfen hat, den Banditenjungen sicher zu fangen. Du warst zweifellos die Nummer 1, die das geschafft hat. Also geben wir dir den ganzen Topf. Gut gemacht, Ori. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. PS, wir werden versuchen, in Zukunft ein bisschen aufmerksamer zu sein. Okay, Forschungszentrum. Unser industrieller Schleifer ist fertig. Von den Entwicklern Veränderungen in deiner... Verstehe. So. Ich schaue jetzt noch mal rein. Das kann es ja nicht sein. Ich habe ein Holzhaus und kein... Und warum ist das hier vorne kein Holzhaus? Ich kann das drinnen auch machen. What? Okay, ich wusste nicht, dass das drinnen auch geht. Aber das ist ja ein... Warte. Schau mal, vielleicht nimm das jetzt. Schauen wir mal. Nee, wieso ist das ein anderer Raum wie hier? Ich check's nicht. Egal, bevor jetzt die komplette Zeit vergeht. Ich muss Wasser kaufen. So, wir sortieren mal alles ein. Bup, 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 bup. Sehr schön. Wasser muss ich kaufen, da habe ich nichts mehr. Okay, das machen wir dann nachher, wenn wir dann eh unterwegs sind. So. Aufsammeln, aufsammeln.
und aufsammeln und hopp. Wie sieht's hier aus? Wächst noch. Ha! Wie sieht's hier aus? 16 Stück noch. Upp, wir hauen wieder nach. Sehr gut. So. Wie sieht's denn hier heute aus? Gusseisenstange. Ich glaube, da haben wir keine mehr. Die kann ich auch nicht machen. 800, 600. Haben wir für die Vivi noch nicht noch die Lupe? Oder habe ich das gestern noch gemacht? Okay, wir nehmen das an. 700, die glaube ich haben wir nicht, aber die haben wir noch. Der großen kann es auch haben. 700, das kriege ich glaube ich nicht zusammen. Und die haben wir. Okay, dann. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Ja, Sandbären, die sind halt... Wenn, dann kriegst du Tomaten, ja? Aber zuerst frisst mal alles andere leer. So, und zum Forschungszentrum müssen wir auch noch. So. Grace, du musst deine Beine ein bisschen heben, damit du die Treppe hochkommst. So, hier ist mal der erste Step. Ah, hier ist jetzt der echte, oder was? So, Pablo, dein Auftrag, bitteschön. Dann können wir dir etwas schenken. Magst du eventuell einen Rosenstein haben? Da ist jetzt oben was aufgeleuchtet. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Banjo. War das immer schon da? War das immer schon da? Was magst du denn? Magst du vielleicht eine Milch? Plus eins. Nemo! Hallo, Süßi! Ich weiß nicht. Favoriten. Haustierbenenner. Ich weiß nicht, was er mögt. Magst du eine Milch? Auch nur plus eins. Naja, okay. Ist das jetzt der echte und der richtige? Hast du eine Ahnung, wie schnell du da unten warst, kleine Lady? Ja, ich bin die schnellste der Welt. Ich hatte 1 Million Kilometer pro Stunde drauf. Weißt du, als ich sagte, dass du das Recht hast zu schweigen, war das nur leeres Geschwätz. Ich habe genug gehört. Du kommst mit mir mit, kleine Lady. Es gibt Gesetze gegen zu schnelles Laufen? Aber wie soll ich diesen Brief der anderen zustellen, bevor sie aufwachen? Warte, nein, es tut mir leid, ich werde langsamer werden. Was ist hier los? Moment mal, Partner, versuchst du dich in das Gesetz des Landes einzumischen? Ist das ein versteckter Spitzhammer? Heb die Hände, wo ich sie sehen kann. Schön langsam. Wer zum Teufel bist du? Alles, was du verstehen musst,
Bucaro ist, dass ich von der Sandrock-Regierung und dem Rat der Allianz autorisiert bin, dich notfalls mitzunehmen. Also schlage ich vor, dass du dein Mätzchen aufgibst und anfängst, meine Fragen zu beantworten. Zwing mich doch. Aber widersetzt du dich der Verhaftung? Trau dich, leg dich mit mir an, Fischlein. Wir gehen gleich voll ran. Das reicht, du bist fällig. Punkt. Diese Musik dazu. Bürger, du bist ziemlich hart, aber das war nur 10% meiner Kraft. Au, 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 mein Rücken. Du musst mir auf der Stelle sagen, in welcher Beziehung du zu Andy, dem ehemaligen Mitglied der Logan Gang, stehst. Sonst kann ich dich dafür verantwortlich machen. Sonst kann ich nicht dafür verantwortlich gemacht werden, was mit dir als nächstes passiert. Stimmt. Wenn ich mich nicht irre, bist du der Handwerker, der diesen Andy gefangen hat. Achso, er meint Andy. Andy. Was für ein Zufall, findest du nicht auch? Nun denn, in welcher Beziehung stehst du zu dem berüchtigten Logan Gang-Mitglied Andy? Meine Quellen zufolge wurdest du kurz vor nach seiner Verhaftung mit ihm gesehen. Wie ihr euch verbündet habt, kannst du mir ein Alibi geben? Wow, völlig hieb- und stichfest. Du hast Daten, Zeit und eine Liste von Zeugen angegeben, die wir dich bürgen können. Es scheint so, als ob du bei jeder erfolgreichen Strafverfolgungsaktion in dieser Stadt seit deiner Ankunft entscheidend mitgewirkt hast. Damit bist du ziemlich sicher vom Verdacht befreit. Bucaro, yep! Man muss schon verrückt sein, um jemanden wie dich jetzt zu verdächtigen. Aber manchmal ist der am wenigsten verdächtige Verdächtige auch der Verdächtigste. Und ehrlich gesagt sind alle Bürger von Sandrock verdächtig. Ich werde ein Auge auf dich haben. Bucaro, mach dich auf den Weg. Okay, so. Ich gebe jetzt trotzdem mal alles andere noch ab. Warte. Mr. Bronco, das Kind denkt, ich hätte etwas falsch gemacht. Ich bin ein echtes Kind. Was könnte ich tun? Vielleicht sollte ich etwas tun, um ihm Recht zu geben. Ich hasse es, zu Unrecht beschuldigt zu werden. So. Kann ich irgendwas favoritisieren? Beschreibung, E-Funktionsmenü. Ist das nur dann bei ihr? Okay, das müssen wir uns anschauen. Wenn wir herausfinden, wer was mag, ne? So, hopp, ich laufe jetzt ohne mein Kamel, weil hier ist sowieso schwierig mit Kamel hochkommen. So, wir haben es gleich. Mein Kamel ist langsam, aber sicher hinter mir. So, hopp. Oha. So, schauen wir mal. Dein Auftrag, bitteschön. Warte mal, kann ich? Wo kann ich denn? Das ist jetzt Crystal, ne? Hier. Okay, ich probiere ihr mal. Der Kopfgeldjäger ist in die Schlafzimmer unserer Bergleute eingedrungen und hat alle ihre persönlichen Gegenstände durchsucht. Er hat nichts Belastendes gefunden, aber er hat etwas unter Becks Bett gefunden, das mich ihn nie wieder auf dieselbe Weise ansehen lässt. Okay, ich probiere. Okay, die sind dann überall. Aber ich glaube, mit dem mache ich schon mal nichts falsch. Vivi, dein Auftrag, bitteschön. Mir hat
hat die Andi-Version des Kopfgeldjägers besser gefallen. Mit ihm gab es wenigstens eine Chance, dass Logan hinter Gitter landet. Oh, Ori, könntest du so nett... Also, deine Lupe, die habe ich zu Hause. Tut mir leid. So, Burgess, dein Auftrag. Bitteschön. So. Und ich schenke dir generell gleich was. Diese Rocky. Geschenk geben, bitteschön. Ja, das ist nicht schlecht. Geschenk. Miguel nehmen wir auch mit. So, den Jan nehmen wir auch mit. So, bitteschön. Dann B. Wir beschenken einfach alle. So, Vivi haben wir. Die Heidi nehmen wir noch mit. So, hopp. Mathilda, du bekommst natürlich auch ein Geschenk. Bitteschön. Das mag bis jetzt jeder. Hopp. Oh. Er sieht ja also sehr motiviert aus. Also Crystal haben wir schon. Dann der Owen. Ben. Elsie. Mian. Rudi. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Aber irgendwie wäre es schon cool, wenn wir mit allen so befreundet sind. Hallo, kleiner Bubbles. Oh, bist du ein Süßer. Magst du eine Jagdmilch? Plus eins. Es ist halt die Frage, wenn ich das jetzt nicht mehr dann im Ding drinnen habe, im Inventar, okay, im Blue Moon, da müssen wir runter, ob ich trotzdem dann drauf zugreifen kann. Das wäre... Nee, du sollst... Hier. Das wäre interessant zu wissen. Warte, wir gehen zuerst da nach hinten. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Also, es springt hoch, aber nicht weit. Habe ich schon kapiert. So. Ich habe gar nichts. Okay. Der Wasserturm. Also, du hast mit den Tieren gesprochen, wie ich es verlangt habe, ja? Ja. Was das angeht, nun, ich und Unsur haben uns unterhalten und, nun, wir haben uns überlegt, dass diese bestimmte Vorhergehensweise... Wir dachten, es sei dumm. Wir dachten, es sei dumm, Sir. Dumm. Denkst du, ich würde einfach streng geheime Befehle erteilen, ohne die Integrität der Mission zu überprüfen? Naja, du musst es nicht so schwer nehmen, Sir. Ich meine, jeder hat manchmal schlechte Ideen. Und die waren mehr schlechter als gut. Ach Mann, nun ja, manchmal muss man sich erst durch all die schlechten Ideen durcharbeiten, bevor man zu den guten kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht hast du recht. Danke, Sheriff. Ich fühle mich besser. Hey, hört zu, ihr zwei. Wollt ihr den Gauner fangen oder nicht? Natürlich tun wir das. Es ist nur... Dann solltet ihr anfangen, die Dinge auf meine Art zu machen. Auf die Bronco-das-Kind-Art. Nun, ich denke, wir können es noch einmal versuchen. Ich suche noch mehr glänzende Sachen, um sie den Vogel zu geben. So ist es schon besser. Hey, warte mal, wenn wir schon hier sind, hallo. Bitteschön. Unser. Auch für dich haben wir ein Geschenk. Bitte. Bup. So.
Okay, wir machen trotzdem jetzt noch die anderen Sachen. Als erstes gehen wir hier noch rein. Gib die Omelette ganz langsam aus der Hand. Mach keine plötzlichen Bewegungen. Du meinst, meine Omelette sollten als Waffeln eingestuft werden? Verdammt, das ist eine heftige Nummer. Ich habe die Geschichte gehört. Nun, bitteschön. Gut, gut, du weißt, wie man mit dem Gesetz zusammenarbeitet. Ich fange an, dich zu mögen, Köchin. Scharfe Soße, gerade heute Morgen frisch gemacht. Scharfes Essen vertrage ich nicht besonders gut. Ich bin eher ein Mayonnaise-Typ. Gelegentlich probiere ich aber auch mal Senf aus. Oh, ich dachte wirklich, dass ein heldenhafter Räuber wie du mit ein bisschen Chili-Paste auf seinen Omelettes klarkommen würde. Das ist ein bisschen enttäuschend. Hey, nun, stimmt, ich bin neu in der Stadt. Vielleicht würde eine Demonstration einer Stärke euch normalen Bürger etwas Respekt einflößen. Herrlich, bitteschön. Beim Licht. Das ist furchtbar. Es ist einfach so unglaublich schlimm. Und mein Mund steht in Flammen. Ups, ich bin wohl nur eine dumme Normalbürgerin, die nicht kochen kann. Genieße dein Omelette. Das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Die Gewürze sind ziemlich schlecht. Aber das Omelette selbst ist noch schlimmer. Okay. Beschwert sich da gleich. So, dann haben wir hier hinten oben noch was. Das musst du nicht beantworten, Riri. Wir sind keine Bürger deines Bündnisses. Wir sind Bürger der Welt. Moment mal, Baby. Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir die Frage des Beamten beantworten. Was haben wir getan, das illegal ist? Wir sind einfach nur auf Reisen, Sir. Wir stimmen euren Gesetzen nicht zu. Ihr zwei fangt wirklich an, mir auf die Nerven zu gehen. Besonders du, Vierauge. Wie kannst du nur so etwas Verletzendes und doch so Wahres sagen? Sind wir verhaftet? Wenn wir nicht verhaftet sind, dann können wir gehen. Ihr seid nicht verhaftet, aber aufgrund der mir durch das Rathaus von Sandrock übertragenen Befugnisse ist es mir gestattet, alle Bürger und Reisende vorübergehend festzunehmen und zu befragen, wenn ich es für richtig halte. Nicht ich bin derjenige, der die Dinge hier in die Länge zieht, sondern ihr. Sag ihm nichts, Riri. Verräter sind das Letzte. Wir haben nichts zu verraten. So, okay, warte, ich gehe jetzt noch schnell ins Forschungszentrum. Bup. Wir müssen ja wieder forschen. Das heißt, die erste Seite ist komplett. Die Kochstation würde ich noch nicht machen. Schmiedemaschine. Ich will auf die Nähmaschine gehen. 6 Tage, bup, wir machen es. So, und jetzt müssen wir wohin? Da hoch. Okay, dann gehen wir hier hoch. Vielleicht bist du es. Du bist der Spion. Du kommunizierst mit Logan, indem du bestimmte Steine in einer bestimmten Reihenfolge anklopfst. Ein Ding für ja. Und zwei Dings für zwei, sag. Das ist nicht weiß. Ich weiß nicht, wovon du redest, Kumpel. Diese seltsamen Anschuldigungen verwirren mich und wenn ich verwirrt bin, werde ich wütend. Und ich nehme an, du bist einer von diesen, du willst nicht, dass ich wütend werde, Typen, oder? Ja, so ziemlich. Ich komme zu einem besseren Zeitpunkt wieder.
Okay, so, dann haben wir eigentlich alles erledigt soweit. Weißt du was? Da ist doch immer nichts Neues drin, gell? Ich habe kein Ticket mehr. Ja, dann würde ich auf jeden Fall rübergehen in die andere wieder, oder? In die andere Mine. Oder Ruine, je nachdem. So, in die Gecko. So. Wir gehen rüber an die Gecko. Hier. Upp. Ja. So. Dann kaufen wir hier das nächste Ticket. Da sind wir, glaube ich, noch nicht durch. So, Freundchen, du tust bitte bleiben. Dankeschön. So, wir kaufen einen Pass und wir gehen rein. Hoppla, Falschknopf. So, Hammer. Ist alles leer. Ah ja, da war ja was. Drüben die Truhen haben wir geholt. So, Mikrochip. Okay, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dann noch hochkomme. Wahrscheinlich von hier aus, ne? Ja. Da muss irgendwo noch eine Truhe auch sein. So. Da ist sie. Wir nehmen mit. Was haben wir drin? Oh. So, dann haben wir eine Toolbox. Patsch, die gehört uns. Okay, ansonsten ist hier nichts mehr. Wie komme ich denn da rein? Von unten durch wahrscheinlich. Warte. Nö. Hier oben geht's durch. Oh. Das ist voll schwierig zu sehen. Aber wir stehen. Ah, wir haben es überlegt. Ist nichts Tragisches passiert, so. Hopp, nimm alles mit. So, ich muss auch höchstwahrscheinlich hier wieder raus, ne? Hä? Ich bin hier gar nicht rangekommen. Aber anscheinend doch. Okay, wir gehen weiter. So, die haben wir jetzt auch gleich noch geöffnet. Alter, schreck mich nicht so.
So, und weiter geht's. So, dann gehen wir hier runter. Das nehmen wir auch mit. So, warte. Das hier bleibt natürlich nicht liegen. So, nächste Ebene. Sehr gut. So, was haben wir hier? Da war irgendwas. Ach so, das sind die Sachen da hinten. Die sind aber erst unten. Okay, hier ist nichts drin. Hier gehen wir weiter. So, und pop. Oh, ich hätte sie wahrscheinlich zuerst aktivieren sollen und dann gleich ran. Hä, da kriege ich gar nichts. Doof. Oh, verdammt. Okay, das ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Schwede. Aber wir haben keine Energie mehr, deshalb bupp, raus. So, dann ab nach Hause. Aufgaben haben wir keine. Sehr schön. Schauen wir noch, was wir zu Hause noch alles reinschmeißen können. So. Aber sonst ist es alles erledigt. Ich bin schon gespannt, wie es mit dem Bronco weitergeht. Weil schon ein bisschen, es ist auch so ein komischer Typ irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich den ganz so über den Weg trauen soll. Ah, ich muss noch Wasser kaufen. Sehen wir gleich, was wir Marktpreis haben. So. Plus 9. Er hilft nichts. Ich muss es kaufen. Thank you.
Ich weiß nicht, ob wir brauchen überhaupt. So. Sehr schön. Dann kannst du gerne zurückgehen. So, das sind Kartomaten, glaube ich. Und ganz hinten ist, glaube ich, was ist denn ganz hinten? Süßkartoffelpaprika sind das, oder? Oder Kartomaten, ich bin unsicher. Und ganz hinten haben wir, was haben wir da ganz hinten? Oder sind das diese hier? Ich bin unsicher, ich weiß nicht. Wir schauen. So, die sind mal, genau, Raspberry Seeds. So, das sind die hier. Oh. Er braucht noch ein bisschen. Dann können wir hier. Upp. Oh. Ich habe kein Wasser mehr. Was sind das? Tomatensamen. Das heißt, ich muss noch mehr Wasser. Ja gut, es hilft nichts. Ich brauche mehr Wasser. Das liebe Wasser. So. Nee, bist du komplett wahnsinnig. Ich glaube, dass das mal zu mal teurer wird. Ach, gar nicht mal. Okay, naja, ich brauche unbedingt die neuen, wie heißt es denn jetzt? Die Tausammler. Es wäre so cool, wenn ich wassermäßig unabhängig bin, weißt du? Das wäre schon nicht schlecht. Kann ich hier eigentlich... Mach mal wieder Dünger. Und hier... Eier und Salz. Eier und Milch, nee. Die geben 5. Die können wir auf jeden Fall immer machen. Da brauchen wir das Salz für Salz. Aber die können wir immer machen. Und die Süßkartoffeln haben wir auch immer. Deshalb... Buff. So. Hallo? Anscheinend habe ich hier hinten... Ah, da habe ich zu wenig Ding gehabt. Achso, dann warten wir aber ab, bis die alle fertig sind, oder? Bevor wir wieder welche anpflanzen. So, 4. Und die sind dann morgen erst fertig. Und der braucht nicht mehr lange. Okay. Wir schauen hier mal. So. Müllberg. Den habe ich leider noch nie gefunden.
Wasser und feine Holzreste. Dann machen wir einmal einen Eisenschrott und Gummischrott. Das Zinnerz. So, was können wir noch machen? Stahlstangen. Hopp. Dann machen wir nochmal Stahlstangen. Das geht alles nicht mehr. 20 Lehm. Brauchen wir auch wieder Lehm? Lehm, okay. Ziegelsteine könnte man noch ein paar machen. So, dann haben wir hier. So, aber wenn ich die jetzt sage, ich möchte aufwerten. Vom bürgerlichen Verarbeiter. Wenn ich den aufwerten möchte. Das habe ich noch nicht. Ich weiß nicht mal, wo die Maulwurfshöhle ist, oder ist das sogar die neue, wo wir hinten waren? Und da brauche ich die allgemeine Schleifmaschine. Räder aus Manganstahl. Die habe ich noch nicht mal. Muss ich mir das erst alles kaufen? Und die Nähmaschine geht noch nicht. So, wir machen raue Tücher. Weißt du was? Ich schaue da jetzt rüber nochmal. Ob da wieder was Neues da ist zum Kaufen. Nee, ist noch nichts da. Was ist denn das? Aha, Statuenteil. Mach mal hier mal wieder mit. Untersuchen. Nehmen wir mal eins. Und zwei. Eins. Und zwei. Hier haben wir mal eins. Und zwei. Ah, da gibt's noch eines. Warte. Das sieht alles. Ah, hier. So, was haben wir. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, das sieht alles nach unten, alles nach unten. Dann haben wir hier mal Nummer 1. Nummer 2 hat sogar gepasst. Und Nummer 3. Also auswerten braucht man nicht, nee. So, und hier haben wir mal 1. 2. Oh. Was ist das? Eines. Und 2. Cool, haben wir alle gemacht. Dass mir da nie wer Bescheid gibt, dass die Auswertungsdinger da sind. Frech. Frech, frech, frech. So, machen wir gleich wieder gedämpfte Süßkartoffeln. So, ist das jetzt... Das ist noch immer nicht fertig. Okay, wir könnten trotzdem mal alles sortieren. Was ist denn das? Das ist auch ein Relikt. Die Relikte sind mal voll. Nicht Erz. Die Relikte sind voll, die Relikte sind voll. Und dann haben wir ja Relikte 3 auch noch. Da haben wir noch ein bisschen was Platz. Und zwar ist das nur das. Nur das. Okay. So, wir ziehen. Es geht nämlich schon ein bisschen ein Wind. Vielleicht kommt hier ein Sandsturm. Wir ziehen hoch. Na, das verstehe ich halt nicht. Jetzt ist wieder alles in der Richtung. Kann ich da auch sagen... Oh. Nee, da habe ich nur die Sachen. Material ändern. Boden. Oh. Okay, dann ist es mir egal. Oh, das sieht gut aus. Und Wand? Nee. 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 Kann man lassen. So, kann ich jetzt in den nächsten Raum rein? Ich muss das bei jedem Raum separat machen. So, der Boden. Den machen wir hier. Der ist so dunkel. Der sieht cool aus. Nee, der passt nicht. Nee. Nee. Nein, nein. Nein. Der war's. Hier könnte man eventuell ja sagen, wir lassen hier. So, aber den Rest machen wir dann morgen. Ich sag Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.